So, und damit hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ghost of Tsushima. Schön, dass ihr wieder Bock drauf habt und mit dabei seid. Ja, wir sind wieder in der Hauptmission. Oder wir wollen jetzt wieder die Hauptmission machen. Wir haben ja im letzten Video alle gemacht. Wir haben im letzten Video ja die letzten beiden Geschichtsteile von Norio beendet. In dem wir einfach mal seinen Bruder gefunden haben, der noch lebte. Und nochmal, nur ein bisschen verstümmelt. Also keine Beine, keine Arme. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. So, und jetzt werden wir die Hauptmission mal weitermachen. Ich spreche mit Yuna. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Izumi-Hafen. Ah, das ist der Hafen, wo ich vorletzten Video so war. Was nicht sinnvoll war. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. Mein Gott. Wo ist denn dieser Leuchtturm? Da unten. Warum sollte der Khan hier raufkommen? Er will zum Festland segeln. Und es überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Ja, was bringt ihm das? Der Typ ist doch so gut wie geschlagen. Diese Blumen. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Die Mongolen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Taten wir bei der Burg deines Onkels das Richtige? Es war riskant. Doch mein Gift rettete Tausende. Was, wenn noch 1000 mehr sterben? Wir müssen den Khan aufhalten, bevor es soweit kommt. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Und zwar bald. Vorne kommen wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Zack, Nummer 1. Ich glaube, der fällt jetzt runter. Ich sehe keinen Alarm auf, ich hätte mich da so gerne durchgemetzelt. Ach, die sind da am Trommel. Ich dachte schon, was ist das für eine Wie die da ausgeschaltet. Der im Weg ist. Ich könnte eigentlich eine Rüstung anziehen. Das war nicht geplant. Boah, der sagt da. Ja,
Ja, das ist keine gute Aussichtsposition hier. Ja, absolut nicht. Oh, mich nervt aber der Typ da hinten. Zack. Ja, untersuche sie dann. So. Was ist in all den Fässern? Vorräte? Blumen. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. Was hast du da bloß angerichtet, Jin, ne? Jetzt hat Gift mal entdeckt. Oder von Yoko da brauen lassen. Seh dir die Wellen an. Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein. Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er den Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Du kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Hier drüben. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen? Kuton würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Kein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen, nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Dieser Grat bietet freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Haben wir Watchers? Der Khan ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Okay, auf nach Yogaku. Okay, cool. Aber ich will erst das hier befreien. Gut, da steht ja der Plan. Muss nur noch in die Tat umgesetzt werden.
Ach ja, hier ist er ja. Sieht der Gaul fertig aus, ey. Ach, komm, jetzt hier wohl ein Leuchtturm. Ja, hier ist der Lager. Oh, da redet nix her auf. Das ist ein schicker Ackergaul. Ja gut, das ist kein Ackergaul, aber ein Kriegsgaul. Und Karge. Karge war toll. Hm, okay, ich habe nicht geflötet, aber es ist trotzdem nicht. Töten ist ja auch immer so eine Sache für sich. Ist hier noch was drin? Nö. Ja.
Hey, cool. Dann werden wir mal zum Leuchtturm gehen. Warte mal. Hm? Wir fahren gerade. Na gut. Guck, macht er? Ja, er macht. Ist immer cool, dass er mit seiner Hand durch die Gräser streift. Blume. Oh ne, Giftblume. Wo ist der Fuchs? Da. Was ist denn das Ding hier? Du bist auch komplett am Arsch der Welt in irgendeiner Ödnis. Ah, da ist er. Noch einer. So gut, dann können wir mal im Team hin. Geht's glaube ich auch noch zum Schwein. Oh, ein Bambusstand. Boah, das hasse ich ja. L1 und L2 ist immer schöner. Nein, ich hab X gedrückt, nicht Dreieck. Ach, Idiot. Jetzt hab ich die falsche Taste gedrückt. Was? Ach, ich hab schon wieder... Die letzte Taste, ne? Boah, ey. Hier gibt es nichts, doch, nein. Und hier ist irgendwo ein Banner. Von 80. So, ein Leuchtturm. Dreizehn Vorräte. So. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt das Festland ist. Ach, da hinten. In das Festland. So. Was hat er jetzt hier für Sorgen? Fallenstelle.
Yuriko, genau so. Yuriko hieß es nicht. Yukoko. So, aber wir müssen mal weiter. Oh, halt. Wo denn hin? Oh, war richtig. Ich denke, er hat richtig gehandelt. Ich habe gute Neuigkeiten. Erzähl. Hau raus. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. Hertes Chito. So. Hoffentlich liest mein Onkel es. Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Ja, Mann. Kriegen wir ein gescheites Pferd. Ich kann es nicht zurückholen. Chance. Er will nur Schwarze. Ja, Mann. Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Nobu, Vertrauen, Sora, Himmel, Kase, Wind. Kase hatten wir. Wir hatten ja schon Kage, ne? Wir nehmen Nobu. Nobu, ein treuer Gefährte. Gute Wahl. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser Alten. Moja, selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Betritt Burg Shimura im Norden. Ich kann nicht mal. Doch, klar. Boom. Ja, Mann, endlich war ein gescheites Pferd, ey. Gott sei Dank. Das hat mich auch richtig abgefahren. Ein schwarzes Pferd passt halt zum Geist, ne? Ein schwarzes Pferd ist matschig. So ein Schimmel, ne, so ein weißes. Wenn ich das K genannt habe, kann ich den anderen nicht K so nennen. Muss ich denn hin? Kage mal hübsches Pferd, oder grau. Jin, warum seid ihr weggelaufen? Ich wollte einen Aal fürs Abendessen fangen. Und wolltet ihr ihn mit bloßen Händen fangen? Ryuzo sagte, ihr verstoßt mich, sobald ihr einen eigenen Sohn habt. Jin, kommt her. Euer Freund irrt sich. Der Weg kann ein Leben lang dauern. Doch ich gehe ihn mit euch. Immer.
Trotzdem haben sie sich jetzt verkracht. Betritt die Bushimura vom Norden aus. Das ist nicht gut. Was hat Kenji? Die Klippenwand beobachten sie nicht. Anlauf. Letztes Mal. Hallo? Ah. Schneller als der Wind. Hallo? Wenn ich die Wachen angreife, haben die Recht, die mich Monster nennen. Er will die Wachen gar nicht angreifen. Wo muss ich denn hin? Fisch schon mal aus Quartier. Wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich da. Nein, ach, du bist so ein Trottel. Oh, die haben es aufgerissen. Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen oder dafür sorgen, dass mich niemand sieht. Digga, was meckt ihr denn doch? Was machst du denn jetzt? Komme ich jetzt nur da raus? Der Typ bleibt ja da stehen, ne? In den nächsten Tagen
auf, was ihr esst und trinkt und lasst euch von keinem Pfeil treffen. Hier haben wir alles voll mit Mongolen, ey. Boah, Alter, wie soll ich denn da hinkommen, ey? Halten sollen. Verdammt, Jill. Kommt raus! Wir vergeuden hier nur Zeit. Nee, dahin, verdammt, Dax. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt kann ich hinaufschleichen. Beim Granitpass und beim Yogaku-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürst der Geist hinter beiden steht. Kümmern wir uns, wenn die Mongolen besiegt. Der Befehl des Shogun war eindeutig. Ich kenne seine Befehle. Die Mongolen und ihr Anführer bleiben oberste Priorität. Wissen wir, wo der Khan ist? Unsere Speer im Norden kehrten nie zurück, wo die wohl gefasst wurde. Zeigt mir, wo sie gesucht haben. Wir folgen ihren Spuren und sehen, wo sie hin. Komm ich denn jetzt rein in den Quark? Muss ich doch noch ganz oben? Ja, wo ist ein Burgfried hier? Was ist denn da für ein Scheiß? Was ist denn los mit dir? Er muss meine Nachricht gut sehen können. Onkel, vergebt mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khan töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger, die verschiedene Wege gingen. Was auch immer ihr von mir haltet, ich werde immer eure Familie sein. Mal gespannt.
Jetzt ist Chito. Ja, so liebe Leute, ich würde sagen, das Video geht jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Würde ich sagen, beende ich jetzt mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo. Mir war cool, dass ihr mit dabei gewesen seid. Hat mich richtig gefreut. Und dann werden wir im nächsten Video... Ach gut, ich werde mal hier ein bisschen hinreiten. Dann soll hier noch irgendwas sein. Mal sehen, wenn wir Mission weitermachen, Hauptmission. Geht dann ja noch. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann seid ihr gerne mit dabei. Wäre echt cool, mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.